Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 Singleplayer. Und wir sind wieder auf unserem Hof. Und ihr seht es vielleicht schon, ich habe ein bisschen was gemacht, weil wir mehr Lagerplatz brauchten wegen den Paletten. Da habe ich nämlich ja offline jetzt weitergemacht. Ich habe die Paletten jetzt mal hier einsortiert. Und ja, da habe ich halt für die Fahrzeuge einen Unterstand gebraucht. Das hier ist ein Mod, den habe ich mir runtergeladen. Ich fand, die Hallen sehen schön aus und ja, funktionieren auch einwandfrei. Eine super schöne Sache. Einwandfrei. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch überlegt, ich habe nämlich jetzt hier den HW80 und den Ballenwagen verkauft, weil ich da noch ein paar andere coole Mods gefunden habe. Und zwar wollte ich mir nämlich hier die Strautmann zulegen. SZK 802. Und die sehen nämlich einfach schön aus und zudem kann man, wenn man will, einen Ballenwagen draus machen, was ja ideal ist, weil dann braucht man quasi nur den einen Anhänger, um Ballen zu fahren und gleichzeitig Getreide abzufahren. Und ich fand den Fliegel sowieso jetzt nicht ganz so dolle. Deswegen werde ich mir jetzt die holen. Und zudem wollte ich auch noch einen anderen Schlepper, weil ich den Mod auch saumäßig cool fand. Vielen Dank an Vorbildmods nochmal für diesen absolut geilen Mod. Ich muss sagen, das ist ein wunderschöner Mod und preislich sogar richtig angepasst, weil das ist nicht mehr so teuer. Relativ günstig sogar für so einen großen Schlepper. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass dass die Normalreifen schon so breit sind. Die Schmalspurreifen sind auch schon etwas breit für Schmalspurreifen, aber so. Egal. Ist ja auch ein großer Traktor, braucht auch große Räder. Nun denn, holen wir uns die mal nach Hause, die beiden Anhänger. Man hört es vielleicht schon, der ist auch im Klang ein bisschen geupdatet. Den gab es nämlich auch schon von auf der Farming Simulator Homepage. Aber ich wollte den nicht, da der Klang einfach zu leise war für den 1455. Der muss einfach brüllen. Sonst ist es keiner. Deshalb habe ich mir den von Forbidden Mods geholt. Auf jeden Fall habe ich mir auch noch überlegt, ein anderes Feld zu kaufen. Und da werde ich euch gleich zeigen, was ich da für ein Feld vorgesehen hätte. Allerdings haben wir da das Problem, dass da Mais drauf ist und wir momentan kein Maisgebiss haben. Mal sehen, was das alles kostet, ob wir uns das überhaupt leisten können dann insgesamt. Weil Mais wäre eigentlich auch sowas, was ich gerne anpflanzen würde. Die stellen wir gerade mal hier hin. Die haben ja alle Planen. So. Nun schauen wir mal, was das alles kostet, der Spaß, wenn wir uns das neue Feld kaufen wollen. Was kostet denn, warte mal, was kostet denn überhaupt das Feld? Ja, Inhalt wird gespeichert. Macht er jetzt sogar automatisch im LS. 180.000 kostet das Feld. Was kostet der Maispflücker? 19.000, das heißt, das kann man uns auf jeden Fall leisten. Jetzt wäre noch ganz interessant zu wissen, was die Sämaschine kostet. Saattechnik. Was ist denn hier eine Mais-Sämaschine? Nein. Okay, gibt es hier irgendwo an? Ah, Einzelkorn-Saattechnik. Ja, okay. Ich bin noch nicht ganz gewöhnt an das Menü. 29.000 würde ich die ich nehmen würde, würde die kosten. Die ist mir ein bisschen zu klein. Aber egal, wir machen ja jetzt wahrscheinlich eh Gewinn, wenn wir jetzt das Zeug verkaufen.
Timer habe ich mir wieder keinen gestellt. Naja, egal, ich weiß, dass ich um halb angefangen habe. Dann sind es noch 15 Minuten. Gut. Dann kaufen wir mal den Maispflücker. Und dann noch das Feld. So. Ist das auch das richtige Feld? Ja, da ist Mais drauf. Nicht, dass wir hier das falsche kaufen, das wäre natürlich Oberhammer. Können wir eigentlich gleich mit dem hier rausfahren aufs Feld? Hätte ich gar nicht abhängen brauchen. Wobei, ich weiß nicht, wir nehmen lieber den Fendt, der fährt schneller. Ich habe nämlich beide noch behalten. Jetzt einfach mal auf Reserve, weil kosten tut es uns ja nichts, wenn die rumstehen. Die Tore sind absolut cool gemacht. Wie leise der ist, der Fendt im Gegensatz zum IHC, ich wollte schon sagen Case, das war ja ein Fehler. Ja, das ist zeitlich echt schwierig, mal zum Aufnehmen zu kommen, merke ich gerade so. Das ist jetzt wieder die erste Aufnahme seit 2 Wochen oder so. Und ich komme aber nicht dazu. Abends habe ich immer irgendwie was anderes vor, wie jetzt aufzunehmen. Da muss ich mich echt schon zusammenreißen, um zu sagen, so, jetzt nimmst du dir mal ein paar Minuten. Das macht zwar Spaß, aber ich komme nicht dazu. Ich mache jetzt hier schon ungefähr gut eine halbe Stunde rum, hier dann zwischen den Folgen das aufzuräumen, also das, was ich gesagt habe, die Paletten aufzuräumen. Oh. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich hätte vielleicht auch gucken sollen, ob das Feld reif ist. Aber nein. Naja, egal. Dann lassen wir es halt wachsen. Aber den Maispflüger können wir schon mal holen. Illegal. Ich war auf der Gegenfahrbahn. Sollte man den echt nicht tun, würde ich raten. Mal in den Mähdrescher. Und dann holen wir mal das Schneidewerk zumindest. Dann können wir ja auch Zeit spulen. Kurz, damit. Oder, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch noch düngen. Das werden wir sehen. Vielleicht grubbern wir zwischendrin auch mal die Flächen noch. Weil das hinter meiner jetzigen Halle, die ich neu gebaut habe, ist ja alles Rüben und ich glaube nicht, dass sich's rentiert, wenn ich mir jetzt einen Rübenroder leihe für das Feld. Müsste ich jetzt auch mal gucken, was der Rübenpreis ist und was so ein Rübenroder kostet zu leihen. Ja, natürlich so ein Anhängbarer für den Traktor und ob das überhaupt einer von unseren Traktoren zieht. Nützt uns ja nichts, wenn das der Traktor dann nicht zieht. Da ist das schöne Teil. Ran damit. Passt doch. Dann haben wir zumindest mal das. Jetzt hätten wir quasi alles, um richtig loszulegen. Maschinen haben wir.
Dünger, Saatgut, Spritzmittel, alles da. Perfekt. Übrigens habe ich auch noch einen kleinen Ertragsmod mit draufgepackt, damit ein bisschen mehr bei rumkommt. Weil mit dem Ertrag, der da standardmäßig verbaut ist, da wirst du echt nicht reich damit. Da gehst du eher noch vorher pleite. Stellen wir doch den gerade hier so neben dran. Paff und voll gegen die Wand. Gut. Das wäre das Feld, was wir jetzt gucken. Oh, nochmal, warte mal. Jetzt gucken wir erstmal, was so ein Rübenroder kostet. Wo ist denn das? Wo muss ich denn hier gucken? Kartoffelernte, Rübentechnik. Ah. Details. Leasingkosten. 7000. Ah, das können wir sowieso nicht ziehen. Dann müssen wir das Feld wohl. Oder haben wir das schon? Nein, das haben wir noch nicht. Aber es ist ja eh noch nicht gewachsen. Das ist ein bisschen blöd. Muss auch alles gepflügt werden. Vielleicht sollten wir uns auch einen Pflug kaufen. Oder einen Tiefenlockerer. Ich glaube, Tiefenlockerer wäre auch eine gute Alternative. Ich glaube, ich nehme mal so einen hier. Den habe ich nämlich noch nicht gehabt. Ja, kaufen wir doch mal. Dann können wir nämlich gleich damit drüber fahren. Da hätten wir quasi auch gleich gepflügt. Dumm. Ich habe so das Gefühl, auf dieser Insel wird unheimlich viel Beton benötigt. So viele Betonmischer, wie hier rumfahren. Und am Anfang rumgefahren sind. Ich habe jetzt gerade nicht so drauf geachtet, aber mir ist das schon über die Länge des Spiels aufgefallen, dass da ziemlich viele rumfahren fahren. So, da haben wir ihn. Eigentlich dürften wir so jetzt nicht fahren. Grünstreifen sollten wir auch nicht fahren. Dann fahren wir doch gleich mal auf das Rübenfeld. Auch wenn es mir jetzt saumäßig leid tut, das untergrubbern zu müssen, aber wir können es halt echt nicht nerven. Das Problem ist, ich musste ja das Feld kaufen, um das Grundstück zu besitzen. Sonst hätte ich hier ja nicht meinen Hof bauen können, quasi. Da brüllt auch schon ganz schön der IHC.
Wobei, das ist ja schon fast ein Case eigentlich. Das ist gerade so der Übergang gewesen. Eigentlich würde man jetzt hier noch ein Vorgewende lassen und das muss ich wahrscheinlich auch, weil es hier verdammt steil ist. Ist nicht so gut. Dann lassen wir doch hier gleich mal ein Stückchen frei zum Umwenden. Für die, die nicht wissen, was ein Vorgewende ist, das ist quasi das Stück, was man frei lässt zum Umdrehen, dass man noch auf dem Acker umdrehen kann, nicht auf den Feldweg muss. Das wäre nämlich, wenn man das dauerhaft machen würde, blöd, weil dann wäre der ganze Feldweg dreckig. So würde man quasi normal umwenden dann. Das Problem ist halt im LS, wenn du das machst, der Helfer kapiert das nicht, dass du das so siehst, dass man darauf umwendet. Wenn jetzt du einen Ansatz zum Sehen jetzt zum Beispiel hier, dann versteht er das nicht, was du da machst. Dann ist quasi der Teil jetzt nicht gepflügt, in dem der jetzt dann, wenn der jetzt da drüber fahren würde. Das wäre natürlich ganz schön blöd. Deswegen kann ich jetzt auch keinen ansetzen. Da muss ich erst das ganze Feld fertig machen jetzt. Aber das ist ja schnell gemacht mit 4 Metern Arbeitsbreite. Also, Giants hat jetzt wesentlich noch was rausgebracht, was mich jetzt auch freut, dass sie jetzt wieder ein paar Updates rausbringen, da das Spiel am Anfang ja nicht ganz so doll funktioniert hat. Gab ja einige Mängel. Ein paar haben sie jetzt schon behoben und ich hoffe, dass die anderen paar, die jetzt noch sind, kann ich jetzt momentan nicht aufzählen, was das alles ist. Auf jeden Fall sind es noch ein paar. Und ich hoffe nur, dass die auch noch behoben werden. Dennoch, also für die Leute, die sich vielleicht zu Weihnachten wünschen oder für die, die sich noch kaufen wollen. Ich kann es nur empfehlen. Es wird noch dran gearbeitet. Von dem her ist es noch lange nicht fertig, denke ich. Da kommen noch einige Sachen. Aber es ist definitiv ein kaufenswertes Spiel. Allein schon von der Grafik und vom Gameplay her ist es schon wieder ein super Spiel. Ich persönlich spiele seit dem 2009er Landwirtschaftssimulator und ich bin eigentlich jedes Jahr wieder dabei. Auch wenn das Spiel mal nicht so toll ist. Mein Gott. Da kommt man drüber weg. Manchmal sind einfach die Sprünge von Spiel zu Spiel nicht so riesig. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, der Sprung vom 17er zum 19er ist schon bemerkbar. Jetzt zum Beispiel hier die Vögel, die auf dem Feld rumlaufen oder einfach schon mal die Grafik und die Texturen überarbeitet. Ist schon eine coole Sache. Ist nicht schlecht gemacht. Aber ich sehe auch gerade, dass unsere Folgenzeit schon ziemlich vorbei ist. Puh, jetzt weiß ich nicht, machen wir das Feld noch fertig? Das kostet halt Zeit. Naja, ist ja auch egal. Machen wir schnell noch fertig. Und dann mache ich Schluss. Das ist halt wieder eine 30-Minuten-Folge.
Eine der besten Neuerungen im LS19 finde ich natürlich das mit Unkraut und ja, das ist einfach, das hat die ganzen Jahre auch gefehlt irgendwie. Das Problem ist noch, dass das Unkraut ziemlich ungleichmäßig kommt. Das kann halt sein, dass es quasi kommt, wenn das Getreide reif ist und trotzdem noch deinen Ertrag mindert. Und das ist halt wieder blöd. Das finde ich dann ein bisschen scheiße. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß noch nicht, ob sie das mittlerweile schon gepatcht haben. Kann natürlich sein, ich bin mir da nicht sicher. Da kamen in kürzester Zeit wieder Updates raus und so viel habe ich da nicht gespielt. Meistens dann sogar das Unkraut deaktiviert gehabt, weil das halt eben so war. Ich hoffe, dass es funktioniert, sonst müssen wir jetzt hier auch vielleicht umdenken, dass ich es dann doch noch deaktiviere. Oder ich weiß nicht, werde ich sehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gutes Start-Equipment und genügend Felder. Und immer noch ein bisschen Geld auf der Tasche, dass wir notfalls noch einen Kauf tätigen könnten. Tiere würde ich dann irgendwann gerne noch anfangen auf dieser Karte. Deswegen behalte ich auch vorerst mal noch die Traktoren alle, weil da kann man ja wieder welchen brauchen. Da muss ich mir nicht extra einen neuen kaufen. Da ich jetzt die, mit denen ich fahre, relativ geil schon finde. Ich finde es cool, dass jetzt der Fendt mit dabei ist. Das ist wirklich einer meiner Lieblingstraktoren. Auch wenn ich kein Fendt-Fan bin, aber die Favorit-Reihe war einfach noch ein guter Fendt. Robust. Langlebig und ein Ackerschwein. Aber auch Fahrkomfort. Haben wir ja schon fast fertig hier. Ich möchte auch, wenn ich das Feld fertig habe, mal gerade noch gucken, ob die Düngung erhalten bleibt, wenn ich das jetzt untergegrubbert habe oder was mit der passiert. Eigentlich müsste sie ja erhalten bleiben. 100% Düngung. Weil der Dünger geht ja nicht aus dem Boden, nur weil die Pflanze nicht gewachsen ist. Oder wegen dem Grubbern. Ich finde es auch cool, dass man jetzt quasi zwei Möglichkeiten hat zum Pflügen. Entweder Tiefen lockern oder pflügen. Weil das ist schon mal wesentliche Erleichterung. Wenn ich jetzt hier mit einem 2-Meter-Pflug das alles machen müsste, da wäre ich ja ewig beschäftigt. In echt macht es halt noch Spaß, aber im Spiel ist es halt einfach irgendwann langwierig. Ich bin zwar einer, der schon verrückte Sachen macht, zum Beispiel Feld 10 mit dem kleinsten oder mit einem der kleinsten selbstfahrenden Rübenrodern zu ernten.
auf unserem Multiplayer-Server. Das ist halt schon. Da war ich 2,5 Stunden beschäftigt oder so. Ich übertreibe es manchmal ein bisschen. Aber das hat auch Spaß gemacht. Weil das habe ich halt auch noch nie im LS19 gemacht. Rüben gerodet. Pflügen ist irgendwie so eine Sache. Die habe ich auch schon mal gemacht und ist dann mit der Zeit langweilig, weil es immer nur das Gleiche ist und du dadurch keinen Gewinn machst. Beim Rüben ernten, da fährst halt vielleicht auch nochmal Anhänger weg und so. Immer schön auf den nicht gegrubberten Flächen fahren, damit wir hier nichts verdichten. Von der frisch gegrubberten Fläche. Wäre ja dummheit, wenn wir über den gelockerten Boden wieder drüber walzen würden. Ich meine, wenn es nicht anders geht, dann ist es ja in Ordnung, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Immer schön beim Nachbarn ins Feld. War ja nicht weit. Das reicht doch jetzt wieder gerade so nicht, dass wir die Bahn mitkriegen, oder? Jetzt darf ich wegen dem Streifen ja nochmal ein Stück rückwärts fahren. Wenn jetzt im LS19 noch ein Betrax rauskommen, dann hält mich nichts mehr in diesem Spiel. Dann zocke ich, glaube ich, nur noch rund um die Uhr. Erstmal. Ja, es geht jetzt wieder ab. Da müssen die mir jetzt alle schreiben, um mich daran zu erinnern, dass meine Folgenzeit rum ist, wahrscheinlich. Schon 10 Minuten. Ja. Naja. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich mal nicht die Folgenzeit einhalte, aber es ist gerade so, wenn ich jetzt eine neue Folge anfange wegen 10 Minuten, das lohnt sich jetzt auch nicht. Kann halt heute nur eine aufnehmen, weil es ist schon 10 Uhr jetzt. Ich sollte dann nämlich ins Bett. Na, was geht denn ab, Alter? Muss ich wieder das Handy leiser machen oder was? Mal kurz drauf gucken, wer es ist, ob es was Wichtiges ist oder was. Ah, jetzt geht mein Handy nicht an. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann lass doch gerade. Ah, scheiß Fingerabdrucksensor, total fettig. Oh, war nur der Kai. Muss mal dazu überreden, jetzt auch mal mit aufzunehmen dann. Je nachdem. Aber der ist ja unter der Woche nicht da. Ist ja die ganze Woche weg.
Immerhin kann ich nach der Schule heim. Das ist blöd, wenn man im Internat ist. Aber er hat es sich selbst rausgesucht. Es war damals ein Grund für mich, nicht Landmaschinenmechatroniker zu werden oder Baumaschinenmechatroniker, sondern doch die Kfz-Schiene oder die NFZ-Schiene einzuschlagen, Nutzfahrzeugmechatroniker. Da habe ich es näher. Meine Schule ist 11 Kilometer weg. Da fahre ich jeden Morgen mit dem Moped hin. Noch. Je nachdem, wie kalt es noch wird. Wenn es halt gefriert und glatt wird, dann geht das nicht mehr. Dann muss ich halt doch Bahn fahren. So, jetzt gucken wir mal. Hat noch 100%. Perfekt. Könnte man quasi direkt ansehen, ohne zu düngen. Aber das Ganze spielt eh keine Rolle, da die Folgenzeit jetzt eh schon rum ist. Und somit verabschiede ich mich auch und hoffe, ihr lasst ein Abo da, ein Like da, wenn euch die Videos gefallen haben. Aktiviert auch bitte die Benachrichtigung, damit ihr erfahrt, wann neue Videos rauskommen. Was heißt, wenn es euch interessiert. Schreibt auch gerne Kommentare, wenn es Verbesserungswünsche gibt oder Themen, die ich ansprechen soll oder sonst irgendwas, was ihr gerne hättet. Spiele ist halt momentan, Spielvorschläge ist halt immer so, müsste ich mir halt dann immer wieder ein neues Spiel kaufen. Ich habe momentan so viele Spiele auf meinem Rechner, das ist nicht mehr schön. Das würde ich eher nicht machen, aber wenn es Ratschläge gibt oder irgendwelche Wünsche für das LS19-Projekt, dann lasst es mich wissen. Könnt mir auch gerne Mods senden, wenn ihr welche habt, die total gut sind, die ich mal testen soll oder im Let's Play zeigen soll. Dann schickt die mir. Somit würde ich mich dann verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.